Jo, moin moin, liebe Messerfreunde. Der Stony mal wieder hier. Heute wieder mit Moped unterwegs. Ja, ein bisschen frisch haben wir es heute, ich weiß gar nicht. 7 Grad. Ja, hab mir eine neue Leo Köhler Hose, BW Hose geholt. In Schwarz und hier halt in diesem Grau. Und diese Jacke hier. Voll geil, absolut windig. Egal, darum soll es gar nicht gehen. Eigentlich geht es so ein bisschen um EDC-Kram. Ja, warum kamen in letzter Zeit keine Videos? Ich hatte ja noch eigentlich zwei Sachen auf dem Schirm und ja, es ist irgendwie nicht so, hat nicht ganz so hingehauen, wie ich das wollte. Einmal war das diese unter 1000 Challenge. Ja, da brauche ich jetzt auch nicht mehr mit anfangen, weil die Leute, die ich genannt hätte und getaggt hätte, die wären jetzt schon, weiß nicht, jeder fünfmal dran gewesen oder so. Tut mir leid, wie gesagt, ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Genauso wie die Videoantwort für den Wanderkauz. Captain, sorry. Hätte gern mitgemacht, aber ja, warum? Erstmal, wir haben eine neue Küche gekriegt. Das heißt, wir mussten unsere alte Küche erstmal rausreißen. Ich musste mir spontan mal fix Urlaub nehmen, weil das ging alles zack, zack, zack. Meine Schwiegermutter hatte sich gedacht, ja, ich ziehe jetzt aus. Die hatte sich erst eine neue Küche gekauft. Wie es der Teufel so will, passte die genau bei uns rein. Und hat gesagt, komm, hier könnt ihr haben für einen kleinen Obolus. Und das war echt ein geringer Obolus im Gegensatz zu dem, was so eine Küche heutzutage kostet. Und ja, dann mussten wir natürlich bei uns ein bisschen rumreißen. Dann haben wir die Küche eingebaut und ja. Und dann hatte ich eine Zeit lang danach auch irgendwie keinen Bock mehr, was zu machen. Ja, und ja, dann hatte ich nichts Neues. Und ja, aber jetzt habe ich so einiges Neues und ja wieder etliches ausprobiert. Und ja, darum habe ich gedacht, heute machst du mal ein Video. Heute ist Sonntag. Was haben wir denn heute überhaupt? Den 11. Oktober. Ja, ich habe eine Apple Watch SE übrigens. Ich finde die ganz cool. Ist nicht so teuer wie die 6er und mir taugt die. Ja, und ich nehme mal über Movie Pro über die AirPods auf. Ich hoffe, dass mit dem Ton das jetzt besser ist, weil meistens ist es immer so, stehe ich hinter der Kamera, ist das voll laut, bin ich dann hier. Dann hört man das kaum. Und dann gibt es immer so eine Differenzen beim Aufnehmen, beziehungsweise wenn ich das Video hochlade, dann ist es auf einmal zu laut, die anderen Sachen sind zu leise. Ich hoffe, das klappt, funktioniert jetzt ganz gut. Und ich hoffe, man hört nicht immer das Klappern von meinem Ohrring. Das, mal gucken, ein bisschen so. Ja, so ist, glaube ich, besser. So, worum geht's? Halt, ich hole euch mal ran. Weil, so, muss man ein bisschen ein paar Sachen hier rausholen. Halt. Also, ich hatte ja als EDC das Para 3 Lightweight. Ne? Geiles Messer und so. Und dann hatte ich ja mal gesagt, ah, eigentlich habe ich mal Bock auf das Benchmade Buckout und so. Und das hatte ich ja schon mal ein paar Mal gehabt und wieder weggeschickt. Ja, dann habe ich es mir doch nochmal wieder geholt und zeitlang als EDC getragen. Und ja, es ist echt geil und mir taugt das echt mehr als das Para 3, hätte ich nicht gedacht. S30V-Klinge, das kann man geil modifizieren, da gibt es richtig geile Custom-Scales für. Das gibt es ja für das nicht, sondern nur fürs echte Para, fürs echte, also fürs G10 Para 3, weil hier ist es ja, ja weiß ich nicht, den gibt es jedenfalls nicht für. Und hierfür gibt es halt noch so Custom-Schalen, auch sehr geil. Ja. Und dann kam ja der Stefan 123321 und hat dann das lustige H6 von RealSteel vorgestellt und ich habe mir das auch geholt. Ja, sieht man, hat schon ein bisschen was gelitten. Und ich hatte das in Digicamo bestellt und das war so, ja, das war so ziemlich hell, also fast weiß. Und dann habe ich mir von Bright oder Brit oder so ähnlich, wie das heißt, habe ich mir Racing Red geholt. Das ist so eine Textilfarbe für Kunststoff, also so für Nylon und all so ein Kram. Und damit kann man natürlich auch die Griffe schön färben. Ja, und damit habe ich das mal eingefärbt. Total geil. Also mir taugt das richtig geil, die Farbe. Macht echt was her. Hat nicht jeder. Ich habe das ganze Messer da reingetaucht und wie man sieht, auch die Real Steel Schrift hat ein bisschen Farbe angenommen. Finde ich irgendwie auch geil. Ja, da habe ich gestern noch ordentlich Pappe mitgeschnitten, weil, ja, jetzt kommt die nächste Neuerung. Ich habe mir wieder einen E-Drum gekauft und richtig fette Boxen. Die machen richtig Terror. Und jetzt fange ich wieder mit meiner alten Band an, allerdings unter einem neuen Namen. Wir heißen jetzt nicht mehr Elysium, sondern
Ja, ich sag mal, eigentlich steht der Name schon fest, Chaos Concept. Und ja, da wird demnächst auch nochmal wieder ein bisschen was kommen. So, dann nächste Neuerung. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ja, das Outrider. Wenn ich mal in Gebieten unterwegs bin, wo es mir denn doch zu drastisch ist, einen Einhänder mitzunehmen, dann nehme ich das Outrider mit, hier in der neuen Version mit dem Liner Lock. Ich habe ja auch noch die Version mit dem Schiebeteil hier. Ja, und das Messer taugt einfach, ne? Da ist alles dran, was man braucht. Hier ein kleiner Phillips-Schraubendreher unter der Schere. Na? Halt so. Und jetzt hier der neue fette Kapselheber, ebenfalls mit Liner-Lock-Verriegelung. Ja, ist halt ein taugliches, cooles Messer für unterwegs. Ja. So, dann habe ich mir aber gedacht, naja, wenn ich aber mit dem Einhänder unterwegs bin und ich muss mal unseren Briefkasten noch machen, das ist echt kein Witz, der geht nur noch mit so einem flachen Gegenstand auf, habe ich gedacht, holst du dir mal das Compact. Da habe ich ja schon länger mit geliebäugelt. Na, Klinge, dieses Multifunktionsteil und die Schere. Alles so, was ich so brauche. Stecknadel, hier dieser kleine Brillenschraubendreher und Korkenzieher. Dann der Haken. Den Haken habe ich schon ganz oft gebraucht. Also egal, für manche Situationen braucht man so das Ding einfach. Und wenn es allein nur die Kette ist, die man wieder aufs Kettenblatt ziehen will. Und ja, hat noch den Kugelschreiber, den man dann hier einlegen kann. Ja, so. Na komm, so. Und dann kann man damit richtig gut schreiben. Funktioniert echt gut. Also für Notbehelf ist das immer nicht schlecht, obwohl ich habe ja einen Kugelschreiber immer dabei. Da kommen wir jetzt als nächstes zu. Und zwar hatte ich ja immer, jetzt muss ich mal gucken, habe ich den auch hier irgendwo, da, den Kaweco Messing. Ja, hat auch schon ein bisschen Patina gekriegt. Ich habe ihn letztes Mal mal ein bisschen wieder abgerubbelt, dass er so fleckig war. Auch ein cooler Stift. Aber ich war schon immer so scharf drauf auf den Böker Pen Kaliber 50. Und jetzt habe ich mir doch endlich mal gegönnt. Und den finde ich mal richtig geil. Da habe ich mir auch die Mine, die drin war, ist gleich rausgeflogen. Dafür habe ich eine Großraummine von Parker gekauft mit einer breiten Kugel vorne, also es ein breiter Strich ist. Und hier noch ein Lanyard dran gebastelt. Ja, taugt mir richtig gut das Ding. Ja, und jetzt kommen wir zum neuen Einhänder. Und zwar das hier, das Kubi. D2 Stahl G10. Ich sag mal, für sowas, da würden jetzt so manche Hersteller 150 bis 200 € für verlangen. Kugellager und eine geile Action. Kostet 30 € bei Amazon. Und das Ding ist richtig geil. Wahnsinn. Habe ich mir einfach mal gedacht, für 30 € kannst du nichts falsch machen. Scheiß drauf. Für 30 € habe ich das perfekte EDC gefunden. Da kommen auch hier die Spyderco-Teile nicht hinterher. Ich habe. Also Wahnsinn. Richtig geil. Die Klingenform finde ich total geil. Und ja, das Ding macht einfach was her, finde ich. Der Pocket Clip ist geil. Kein Klingenspiel. Und wie gesagt, geht ganz easy. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so mein neues EDC. Alt! Haha, da haben wir ja noch was. Ihr wisst ja, EDC gehört auch immer nicht. Ich muss das mal alles hier mal ein bisschen verstauen eben, dass mir das alles runterfällt. Zum EDC gehört ja auch eine Taschenlampe, ne? Und da habe ich jetzt ja immer diese hier gehabt. Von Olight, die beiden. Mal die kleine, mal die große. Ja, und irgendwie Olight. Jetzt habe ich mir noch die hier geholt. Die macht richtig Terror. Hinten mit diesem
Schalter und gleichzeitig noch mit dem Schalter. Das ist die M2R Pro Warrior. Den Clip kann man auch hier oben hinsetzen, dann kann man sie halt so reinpacken. Kann man so zwar auch, aber dann ist er ja halt hier oben Deep Carry fast, sagen wir mal. Ja, ist schon Deep Carry. Warte mal, ich kann das mal eben vorführen. Kleinen Moment. So, schnell gemacht. Das heißt der Deep Carry Clip. Habe ich auch mal so ausprobiert. Das Problem ist halt diese Krone. Verhakt sich ganz gerne mal im Stoff von der Tasche. Und deswegen habe ich mich dann doch dazu entschlossen. Moment, wieder umbauen. Den so zu tragen, ne? Dass das Teil oben rausguckt. Habe ich hinten in der rechten hinteren Hosentasche. Ja, die macht richtig. Auf 1800 Lumen das Ding. 21700er Akku. Und zusätzlich noch hier hinten Schalter programmierbar. Entweder gedrückt halten, loslassen, Momentlicht. Ganz durchdrücken, volle Akku, volle Kapazität. Einmal kurz tippen. Und naja, ah, ihr könnt euch auch mal ein Video von dem Stefan angucken, der hat die auch mal vorgestellt. Auch sehr geil. Ja. So, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen so. Ein Stück zurück. Hoffentlich hat das jetzt alles so schön mit dem Ton geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. So ist das, ne? Immer wieder was Neues und Moment. So. Noch was. Ich wollte mir eigentlich noch einen Capo machen, werde ich wohl gleich mal machen mit meinem Trangia. Deswegen habe ich die Kiste hier hinten auch aufgemacht, weil ich das eigentlich gleich machen wollte. Ja, was gehört noch zum EDC? Natürlich hier diese olle Maske, ne? Ja, die wird uns, glaube ich, noch ein bisschen länger begleiten. Ich denke mal, das ist nächstes Jahr, werden wir das mit auch nochmal rumlaufen. Ich meine, es ist ja auch schon zur Normalität geworden. Anfangs kam man sich ein bisschen blöd bei vor, aber mittlerweile draufgeschissen. Ja. So. Ja, das war's eigentlich. Habe ich erstmal so mein EDC gezeigt wieder. Ja, zu meinem EDC gehört auch mittlerweile noch hier so ein Bartkamm. Ja, Zottel hier ein bisschen mal wieder gerade machen. So. Ja, ist halt. Gehört auch dazu, ne? Ist jetzt auch zu meinem EDC geworden. Ja, noch was? Warte mal. Ja, mein Geldbeutel, das ist immer noch hier der von Snap, wo man dann hier Geldscheine reinmachen kann. Hier unten kann man so noch ein paar Münzen reinstecken. Ja, und dann halt hier die Karten, ne? Einfach rausschieben. Super geiles Ding. Obwohl mich dieses von, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Da gibt es so ein, ich glaube, kann man auch in Deutschland bestellen. Die haben so aus Leder so Keyrings und halt auch so eine Teile. Du hast hier oben so ein Teil, wo noch so ein Lanyard oder sonst was ranmachen kannst. Ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. Hat letztens erst wieder einer vorgestellt. Und finde ich geil. Kosten zwar auch ein paar Mark, aber gut, dieses Ding kostet auch 40 Euro. Also von daher, na, 40 oder 50. Naja, ja, und sonst haben wir. Stift habe ich gezeigt. Ja, hier mein Block und mein Hanky noch. Und momentan, ja, komm, steck's da rein. Die Seite noch. Taschentücher. Fängt schon wieder ein bisschen an zu der Rotz zu laufen. So, ja, ich mache mir jetzt noch ein Capo. Da braucht er jetzt ja nicht zu gucken. Genieß noch ein bisschen den. Bisschen das schöne Wetter, weil die Sonne scheint ganz gut und es war frisch, aber ich mag das so. Und ja, dann kommt demnächst vielleicht mal wieder ein Video, Ronnie. Ihr wisst ja, bei mir ist das nicht so. Nächste Woche kommt ein Video, darauf die Woche kommt ein Video. Nee, es kommt heute ein Video. Kann sein, dass morgen, übermorgen, übermorgen ein Video kommt oder es kommt erstmal 2 Monate gar nicht. Ja, ich musste letztens auch wieder erfahren, was es für Arschlöcher auf der Welt gibt. Die einen nicht kennen und dann meinen, irgendwie die Fresse aufreißen zu müssen. Das ging darum, wo ich mein E-Bike vorgestellt habe. Und da hieß es dann, ja, fette Sau und dennoch mit dem E-Bike und keine Puste. Dieses kleine dumme Arschloch können sich gerne bei mir melden.
Und dann können wir uns mal gegenüberstehen und dann wollen wir mal sehen, wem erst die Puste ausgeht. Aber es ist egal, nein. Ich glaube, das schneide ich wieder raus. Nein, das schneide ich nicht raus. Ist halt so. Ja, und sowas verdirbt einen halt auch so ein bisschen den Spaß. Und letztens hat der Karl Heger, der Carlos, ein Video rausgebracht, wo er sagt, jo, ich höre auf mit YouTube. Mir taugt das Radfahren. Das geht mir übrigens genauso. Mir taugt das Radfahren, ich mache jetzt wieder Musik. Und ich habe auch nicht so wirklich immer Bock drauf, Videos zu machen. Wenn ich denn mache, dann bin ich im Redefluss, so wie jetzt auch. Dann wird es mal 10, 15 Minuten lang. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, vielen Dank. Aber ich bin halt so einer, der ein bisschen gerne rumplaudert, so ein bisschen dummes Zeug sabbelt. Und ja, und da regen mich halt so eine Kommentare halt echt tierisch auf. Und ich habe den auch gleich gelöscht und geblockt und so weiter und so fort. Ja, die könnt mir gerne gestohlen bleiben. Wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. Und ich bin da auch sehr direkt. Deswegen, ne, wenn ich so, na, so sage, hier Arschloch, Fresse und so bin ich eben. Ich bin hier keiner, der mir was verschönt oder so. Ja, egal, wisst ihr ja alles. Ich mache jetzt die Kiste hier aus. Ich denke mal, wir sehen uns aber auf jeden Fall nochmal. Ich werde noch bestimmt auch nochmal ein bisschen hier, wenn ich Schlagzeug spiele, ein bisschen was hochladen oder so. Oh, mal gucken. Ihr wisst ja, ich bin ja für alles offen. Also, haut rein, macht's gut. Ciao. Euer Stony. Und hoffentlich hat das mit dem Ton geklappt.